Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der IDA-Sprechstunde mit Themen rund um Gesundheit, Wissenschaft, Medizin. Ja. Mit dem Mediziner Dr. Gunther Frank. Ja, und dem Wissenschaftler Dr. Kai Klapproth. Gibt es neue wissenschaftliche Studien? Ich habe irgendwas gehört. Masern kommt zurück. Oh, irgendwie ja. 600% mehr Masernfälle oder so, habe ich irgendwo ganz groß gelesen. Ja, in dem gerankten, hochgerankten wissenschaftlichen Publikationsblatt Bild-Zeitung stand 600% Steigerung. 600% Steigerung. Wow, also Epidemie, oder? Ja. Pandemie. Ja. Genau. Also beziehungsweise Sie haben es bezogen auf Hamburg und Niedersachsen. Und es ist natürlich jetzt wieder das Typische, dieser alte Trick mit dem relativen und dem absoluten Risiko. Kann man an dieser Meldung sehr gut erklären. Ganz grundsätzlich, ich kann dir sagen, ich habe 2 Lose der Lotterie gekauft. Und wenn du sagst, du kaufst 1 Los der Lotterie, dann kann ich ja sagen, du hast 50% erniedrigte Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Weil du hast ja nur 1 und ich habe 2. Mhm. Das stimmt, aber es ist nicht relevant, weil es zeigt eben nicht die eigentliche Gewinnverminderung durch, wenn ich ein Los mehr habe. Nämlich hier kommt die Zahl der Lose in der Trommel zum Tragen. Und wenn die eben 10 ist, dann ist der Unterschied zwischen uns 1/10. Dann hast du 1/10 verringerte Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Wenn da 1000 drin sind, dann hast du 1/1000 Verringerung der Wahrscheinlichkeit. Und das ist das absolute Risiko und auf das kommt es an. Was zeigt die 600-prozentige Steigerung von Masernfällen in Hamburg und Niedersachsen? Also die absoluten Zahlen stehen und das wiederum unterscheidet vielleicht die Bild-Zeitung von anderen Publikationsorganen, weil sie dann die absoluten Zahlen auch nennt. Aha. Das ist ja mal gut. Also wir haben, ich glaube, von Hamburg eine Steigerung von 1 auf 6 Fälle. Aha. Bei einer Millionenstadt. Niedersachsen von, ich weiß mal genau, waren es 15 auf 45 oder so irgendwas. Also egal, der Unterschied zwischen dem Vorjahr liegt bei etwa 50 Fällen. Mhm. Nee, nicht mal, egal, sagen wir 50 Fälle. Und jetzt hat Niedersachsen und Hamburg eine Einwohnerzahl von etwa 10 Millionen. Das heißt, der Unterschied sind 10 Millionstel, also 5 Millionstel. 5 Millionstel Prozent ist die Steigerungsrate. Wie hört sich die Schlagzeile an? Naja, gut, dass die Leute sich so wenig auskennen mit Statistik und mit Zahlen nicht umgehen können, sonst könnte man ihnen ja viel weniger Angst machen. Ja, ja. Also die Frage ist jetzt natürlich generell, das ist ja damit noch gar nicht beantwortet und die sollte man sich natürlich erstmal überhaupt stellen, wie gefährlich ist eigentlich Masern? Ich glaube, da kannst du was dazu sagen, ja? Masernvirus. Ja. Gibt es eigentlich überhaupt ein Masernvirus? Manche sagen, es gibt keine Viren. Das stimmt, also ich werde auch immer wieder mal gefragt, ob es überhaupt Viren gibt. Ja, also es gibt ja tatsächlich auch eine ganze Reihe Menschen, die der Ansicht sind, es gibt gar keine Viren. Das ist ja eine legitime Ansicht, also ist eine Hypothese, dass es Viren gibt, genauso wie es eine Hypothese ist, dass es keine Viren gibt. Jetzt muss man sich immer überlegen, was spricht dafür und was spricht dagegen. Also die meisten Leute, die mir relativ vehement auch erklären, ich wäre gar kein richtiger Biologe, weil ich immer noch an Viren glaube, und die sind ja längst widerlegt, die haben aber nicht wirklich Argumente, die es widerlegen. Also ich habe selber mit Masern, Viren gearbeitet. Während meiner Diplomarbeit habe ich auch mit Masernvirus-Impfstoff gearbeitet. Der Masernvirus-Impfstoff ist ja ganz interessant, das ist ja ein Lebendimpfstoff. Also das heißt, man hat ja tatsächlich Teilung oder man hat tatsächlich Viren, die sich vermehren können. Gibt es Viren? Kann man sie sehen? Ja, man kann sie sehen, man kann sie sichtbar machen, man kann sie im Elektronenmikroskop sehen, dann sehen sie unterschiedlich aus. Ein Masernvirus sieht anders aus als ein Coronavirus. Aber meistens sieht man sie natürlich im Labor nicht. Ja. Man kann sie aber züchten. Ich habe zum Beispiel auch selber Masernvirus gezüchtet und gibt es auf eine Zellkultur. Und da gibt es dann diese schönen Plugs, da gibt es dann diese Lücken, wo dann die Zellen absterben oder wo die Zellen Masernvirus produzieren und dadurch kaputt gehen.
Ich habe zum Beispiel auch mit diesen von mir selbst gezüchteten Masernviren dann auch Tiere infiziert. Also Baumwollratten waren das damals, die habe ich das gespritzt und die haben dann auch Symptome entwickelt. Die haben dann T-Zellen bekommen, die haben B-Zellen bekommen, die wiederum spezifisch waren gegen Masernviren. Also ich habe das alles beobachten können, ich habe das alles messen können. Dem Kochschen Postulat entspricht. Ja, also man konnte es tatsächlich quantifizieren. Ja, ich konnte quantifizieren, wie hoch ist der Titer, also wie viel Masernvirus ist jetzt in meiner Zellkulturflasche. Ja, das konnte ich auszählen, da gibt es bestimmte Testverfahren. Dann weiß ich, wie viel davon muss ich nehmen, um zum Beispiel eine Ratte zu injizieren, damit sie eine bestimmte Immunantwort bekommt. Und dann habe ich das gemacht und dann hat diese Ratte diese Immunantwort bekommen, konnte ich wiederum messen, indem ich die Blutserum untersucht habe, auf bestimmte Immunfaktoren oder Immunzellen untersucht habe. Also das sind alles Dinge, die ich gemacht habe. Wenn jetzt jemand sagt, es gibt gar keine Viren, ja, das ist wie gesagt eine legitime Ansicht, dann muss er mir aber eigentlich auch erklären, wie ich dann zu diesen Ergebnissen, zu diesen Zahlen gekommen bin, die ich ja gemessen habe, die ich ja aufgeschrieben habe, die ja nachweisbar sind. Also für mich ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Viren gibt, ist ausreichend hoch. Ich habe damit gearbeitet, es hat funktioniert, so wie es sollte. Wenn es eine andere Erklärung für meine Messbeobachtung gibt, das kann ja sein, das hat sich in der Wissenschaft immer wieder mal gezeigt, dass man Dinge falsch interpretiert hat, dann bin ich dem offen. Aber momentan sind Viren für mich die einfachste Erklärung für das, was wir sehen, was wir messen, für Erkrankungen, virale Erkrankungen, die wir nun mal haben, auch für PCR-Tests, die auch funktionieren in gewissen Rahmen. Also ich habe da eigentlich kein Problem mit. Und gibt es zum Masernvirus was Spezielles zu sagen? Also wie schätzt du diese Meldung ein, dass jetzt in Hamburg-Niedersachsen die Masernfälle um 0,00005% zugenommen haben? Also ich bin nicht überrascht, wenn die Fälle zunehmen. Ich bin eigentlich sogar überrascht, wenn die Fälle so niedrigschwellig zunehmen. Weil wir haben natürlich auf der einen Seite, wir haben auch bei Masern einen nachlassenden Impfschutz. Ja, also viele Menschen sind geimpft. Heutzutage muss man ja sogar geimpft sein. Also es gibt ja die Masernimpfpflicht. Oh ja, das heißt, was viele Menschen wirklich auch sehr verzweifelnd ist, weil sie einfach diesen Impfschutz nicht wollen. Genau. Also ich denke, diese Impfpflicht hat dieser Impfskepsis auch bei Masernvirus-Impfstoffen entgegengewirkt, weil man heute ja seine Kinder quasi nicht mehr in die Schule schicken kann, nicht mehr in den Kindergarten schicken kann, wenn man nicht geimpft ist. Das finde ich auch fatal. Es gibt immer auch Menschen, die nicht geimpft sind, muss man auch sagen. Gibt es auch. Es kommen ja auch Menschen zu uns, die nicht geimpft sind. Und man muss auch sehen, natürlich auch die Masernimpfung ist zwar relativ stabil, also das ist jetzt nicht wie bei Corona, dass nach 6 Monaten ins Negative geht, sondern tatsächlich ist es so, dass man, wenn man gegen Masernviren geimpft ist, dann wird man auch nicht mehr krank. Ja? Also vielleicht nach 10, 20, 30 Jahren sinkt der Impfschutz ein bisschen. Im Prinzip ist Masern, kann gefährlich sein für Leute, die nicht geimpft sind, weil es gibt einfach bestimmte Komplikationen. Da haben wir zum Beispiel, es gibt also Hirnhautentzündungen, es gibt auch Spätfolgen von Masernimpfungen. Und was bei Maserninfektionen beobachtet wird, vor allem auch in Drittweltländern, das haben wir eine relativ hohe Letalität auch bei Maserninfektionen. Es gibt so eine allgemeine Immunsuppression. Also wenn jemand eine Maserninfektion hat, dann ist das ganze Immunsystem gedämpft. Ja? Es ist dann empfindlicher für andere Erreger, so, die darüber hinausgehen. Das macht Masern auch zu einer wirklich gefährlichen Krankheit. Genau, wenn ich jetzt so höre, dann gibt es ja viele Argumente eigentlich für die Masernimpfung. Ich bin, was die Masernimpfung betrifft, also für mich ist das eine echte Impfung. Ja? Also ich bin mittlerweile bei allen Impfungen skeptischer, als ich das früher war. Es gibt auch bei der Masernimpfung tatsächlich Dinge, die man sich genau anschauen muss. Also ich würde niemanden dazu zwingen, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich als Vater habe meine Kinder gegen Masern impfen lassen. Ich habe da keine Bedenken, sagen wir mal so. Aber ich respektiere jeden, der das anders sieht. Genau, das Problem, was ich als Arzt habe, dass ich halt keine richtige greifbare Nutzen-Schaden-Analyse habe. Es wird ja immer wieder behauptet, Masernimpfung löst Autismus aus. Ich kenne keine Zahlen dazu. Die Komplikationen, die du beschrieben hast, gibt es, aber sie sind jetzt natürlich auch selten. Also Kinder haben meistens keine Probleme, eine Masernimpfung ohne Schaden zu überstehen.
Es ist schwierig, diese Abwägung. Es ist sicherlich so, dass das Masern nicht das größte Problem der Welt ist. Absolut. Ja. Und früher hat man, gab es das, das hat meine Patientin erzählt, also Masernpartys, Windbombenpartys, dass die Kinder sich auch tatsächlich anstecken. Ja, ja, ja. Man wollte es, dass sie es früh durchmachen. Also tatsächlich wissen wir das ja auch nicht, ob die Masernimpfung genauso guten Schutz verleiht wie die Masernansteckung. Ja, also die, es hat, spricht schon auch einiges dafür, sich anzustecken. Als Kind. Das gehört natürlich dazu. Es ist ein normales Lebensrisiko, was man hat. Und was ich jetzt gerade gesagt habe mit der Immunsuppression, es hängt halt auch mit den Begleitumständen zusammen. Also in einem Land wie Deutschland, in der westlichen Welt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Immunsuppression bekommt, die einen jetzt irgendwie anfällig macht für irgendein Bakterium oder irgendein anderes Virus, die ist relativ gering. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass unsere Zivilisation zusammenbrechen würde, wenn wir die Masernimpfung nicht mehr hätten. Mhm. Also die Masernimpfpflicht fand ich einen völlig falschen Weg. Das sagt man ja auch bei anderen Impfungen, bei Pocken oder sowas. Die ist ja gar nicht so ganz klar heutzutage, ob es wirklich an der Impfung lag, ja, genau, dass wir das alles verloren haben, dass es weniger gibt. Diphtherie, oder ob es nicht Polio an anderen Umständen lag, unseren Lebensumständen. Ja. Diphtherie, Polio, genau das Gleiche. Aber es war eine Geißel der Menschheit gewesen, gerade Diphtherie, da starben in den 60er Jahren Kinder dran, das war ganz normal in der Schule. Wir kennen die Bilder von diesen eisernen Lungen von Polio-Opfern. Das war gang und gäbe, dass man da richtig Schaden erlitten hat und auch gestorben ist. Insofern ist das schon toll, dass es heute nicht mehr so gibt. Ob das jetzt ein Erfolg der Impfung war, kann einfach auch sein. Ich will das gar nicht ausschließen. Und deswegen darf man jetzt bei dieser ganzen Impfdiskussion das Kind nicht mit dem Bad ausschütten. Mhm. Aber es ist eine ganz grundsätzliche Sache, ob eine Gesellschaft sagt, wir versuchen Menschen, Bürger, eigenständige Bürger in einer freien Gesellschaft zu überzeugen, durch gute Argumente etwas zu tun oder eben unter Zwang zu setzen. Und das mit dem Zwang ist halt in einer freien Gesellschaft extrem problematisch, weil die Argumente da oft nicht wirklich überzeugend sind. Und deswegen sollte man Zwang als allerletztes Mittel nur nutzen, um zum Beispiel eine Impfung durchzusetzen, weil sonst das eigentlich gegen die Prinzipien einer freien Gesellschaft spricht. Und passend dazu vielleicht, passt es dazu, aber es hat mich zutiefst erschüttert, dieses Urteil in Österreich. Ja. Eine Frau, Corona-positiv getestet, damals unter Quarantäne stehend, hat sich wohl wahrscheinlich Müll runtertragen oder was immer, hat sich also im Treppenhaus aufgehalten. Da kam ein krebskranker Nachbar, der dann sich infiziert hat, wo immer, vielleicht da, vielleicht auch woanders, und dann an einer Lungenentzündung gestorben ist. Und jetzt ist diese Frau verurteilt worden wegen fahrlässiger Tötung. Das ist irre. Und das ist irre, weil ich, natürlich gab es dann irgendwelche Immununtersuchungen, dass das Virus das gleiche war. Aber er kann es trotzdem von jemand anders bekommen haben. Das ist überhaupt nicht gesagt, dass es von dieser Frau ist. Und es ist auch nicht jetzt die Kausalität zu dieser Lungenentzündung auch nicht automatisch zu ziehen. Das heißt, ich habe hier ein Urteil gefällt auf einer wirklich hochgradig spekulativen Art, die natürlich, mit dem man Menschen wunderbar unterdrücken kann. Das heißt, wenn ich jetzt unter einer staatlich willkürlichen Quarantäne, die ja falsch war, also das sehen wir ja auch, also RKI sagt intern, es hat weniger Sterblichkeit wie eine Grippe gehabt. Ja, es muss jetzt jeder, der eine Grippe hat, zu Hause bleiben, darf nicht in die Öffentlichkeit, weil er sonst Gefahr läuft, quasi vielleicht einen immungeschwächten Menschen anzustecken und Gefahr läuft, verurteilt zu werden wegen fahrlässiger Tötung. Das ist irre. Hm. Das ist komplett irre. Was denken sich solche Richter? Also das ist der totale Wahnsinn. Und wie komme ich jetzt von der Impfung dahin? Also ich sage, ja, ich kann mir sagen, ich bin geimpft, ich kann ihn gar nicht anstecken, ist super. Also ich denke, wenn diese Frau, ich kenne jetzt die Umstände nicht genau, ich weiß nur, dass sie unter Quarantäne war, das habe ich auch gelesen, und sich eigentlich nicht hätte draußen bewegen dürfen. Jetzt ist es aber so gewesen, sie hat sich wohl trotzdem draußen bewegt, oder zumindest hat sie in der Nähe von dem Nachbarn. Alleine lebt, muss der Müll runter, oder muss irgendwie mal, also irgendwas. Also sie bestraft wird sie jetzt ja dafür, dass sie sich nicht den Maßnahmen angepasst hat, oder dass
sie sich vielleicht nicht hat impfen lassen. Wir hatten ja einen ähnlichen Fall auch hier in Deutschland. Wir hatten ja mal diese eine Pflegerin, die auch vor Gericht stand wegen ähnlichen Fällen. Das wurde ihr auch vorgeworfen, sie wäre verantwortlich für den Tod von irgendwelchen Pflegebedürftigen, weil sie die möglicherweise angesteckt hat. Aber das ist natürlich irre. Ja? Also das kann man vom immunologischen oder vom wissenschaftlichen Standpunkt kann man das überhaupt nicht, könnte man es gar nicht nachweisen, aber es ist ja auch irrsinnig, das nachzuweisen, weil das ist nicht in unserer Hand. Ich kann es nicht hundertprozentig nachweisen. Ja. Deswegen jeder, der in Zukunft eine banale Grippe hat, eine Infektionserkrankung, kann einen hochbetagten Menschen, kann einen unter schwerster Chemotherapie stehenden Menschen anstecken und er kann an dieser banalen Infektion sterben. Das ist normal. Mhm. Aber das heißt, ich darf mich dann gar nicht mehr auf die Straße trauen. Ja, oder wie gehen wir jetzt damit um? Man hat doch quasi bei Krankenhauspersonal, Altenpflegern gesagt, noch vor dem Betretungsverbot vielleicht sogar, dass man gesagt hat, die Ungeimpften müssen sich testen. Aber die Geimpften nicht. Mhm. Und jetzt stellt sich heraus, das schützt gar nicht vor Ansteckung. Ja, also haben wir jetzt massenweise fahrlässige Tötung begangen. Es ist ein Fass ohne Boden und diese Richter, die wissen echt nicht mehr, was sie tun. Sie sägen an den Grundsätzen unserer freien Gesellschaft. Der Staat kann dermaßen eine Willkür ausüben und kriegt plötzlich Druckmittel in die Hand. Das ist völlig verrückt. Das ist aber tatsächlich, das ist ja nicht jetzt rausgekommen, sondern das ist tatsächlich was, das habe ich auch damals ja die Klinik gefragt. Ich habe gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass hier Menschen, die geimpft sind, nicht getestet werden und zu Patienten gehen dürfen. Nicht, dass ich jetzt denen individuelle Schuld zuweisen würde, aber es ist natürlich klar, so eine Maßnahme wie eine Impfung, die muss nicht hundertprozentig schützen. Man kann nie verhindern, dass sich jemand angesteckt wird. Das heißt, das ist vollkommen irrsinnig, Menschen zu bestrafen, weil sie nicht gefolgt haben, eine Methode, die eigentlich keinen Sinn gemacht hat. Ich meine, wenn der Staat eine Maßnahme festlegt, es kann ja mal Situationen geben, da ist Quarantäne lebensnotwendig, wobei man eigentlich dann keinen Zwang mehr braucht, weil die Menschen es selber machen. Genau. Und es legt dann ein Bußgeld fest. Ja. Und was er dann hoffentlich wieder zurücknimmt, wenn es sich als falsch rausstellt, wie in der Slowakei hatte die Größe, das zu tun. Deutschland ist noch da meilenweit davon entfernt. Okay, aber jemand wegen fahrlässiger Tötung, dann das ist ja eine ganz andere Nummer. Und das ist so eine Willkür. Das ist schon wirklich Orwell. Das ist wirklich höchst, das ist einzelhaft, das ist Auspeitschen, das ist sonst was. Das hat eine Qualität von Strafe. Also da wird man es ganz anders. Naja, und was du sagst, ich glaube, Michael Esfeld hat das ja auch gesagt, in einer echten Pandemie, in einer echten Situation, wo die Menschen Angst haben müssen vor Viren, da zieht man sich ja zurück. Ja? Da ist man, wenn es ein Mittel gibt wie eine Impfung, dann nimmt man die ja freiwillig. Wenn es wirklich eine Gefahr besteht, dann zieht man sich aus der Öffentlichkeit zurück. Man muss nicht gezwungen werden dazu. Das ist ja immer, dieser Zwang kam ja daher, weil die Gefahr einfach nicht gesehen wurde, weil die Gefahr nicht wirklich da war. Das ist der große Unterschied von Corona, wenn man es jetzt zum Beispiel vergleicht mit einer Pockenepidemie, wo wir eine Letalität von 30% hatten früher. Und das war ja wirklich eine Geißel der Menschheit. Und selbst da ist keiner auf die Idee gekommen, die Leute irgendwie in Quarantäne zu schicken, die ganze Zeit, keiner darf mehr raus. Und da sind die Leute massenweise gestorben. Und dann würde mich nochmal interessieren, was der entsprechende Wissenschaftler in diesem Prozess wirklich ausgesagt hat, der die Viren ja untersucht hat. Ob er tatsächlich gesagt hat, es ist zweifelsfrei bewiesen, dass es das Virus von dieser Frau stammt. Oder er müsste eigentlich sagen, das Virus ist sehr ähnlich. Aber ob es von zu dieser Frau gekommen, überhaupt nicht sagen. Man kann ja auch gar nicht sagen, ob es das Virus ist, das ihn umgebracht hat. Ja. Das weiß man ja nicht. Ich fürchte, dieser Wissenschaftler hat es anders ausgedrückt und damit hat er politisch agiert und nicht mehr als Wissenschaftler. Haben wir auch schon oft darüber gesprochen. Ja, aber das ist das grundsätzliche Problem, was man immer hat mit Sequenzierungen und DNA-Tests. Man beweist irgendwie eine Übereinstimmung, aber man beweist niemals einen kausalen Zusammenhang. Es kann immer andere Ursachen haben, dass es hier eine Übereinstimmung gibt. Apropos fahrlässige Tötung. Thema Myokarditis und mRNA-Impfung. Wir erinnern uns an die Basler Studie, die Basler Booster-Studie. Das waren, ich weiß nicht mehr genau, 700 Klinikmitarbeiter. Mhm. Bei denen hat man bei 3% eine Troponin-Erhöhung im Blut festgestellt nach Corona-Booster-Impfung. Troponin wird frei, wenn Herzzellen kaputt gehen.
Und dann hat sich der entsprechende Kollege in Basel, der also Studienleiter war, dann in die Öffentlichkeit gestellt, der hat gesagt, naja, so ein bisschen Myokarditis, das verläuft ja alles milder. Interessant, ja. Kein Grund zur Aufregung, ja, gehen Sie weiter, nichts zu sehen. Ja, und jetzt kam eine Untersuchung heraus, publiziert, weiß gar nicht wo. In The Lancet kam jetzt was raus? War es im Lancet. Ja. Dass sehr wohl 6 Monate nach einer akuten Myokarditis, nach Impfung, sehr wohl Symptome auftreten können. Mhm. Also von Herzrhythmusstörungen bis sonst was. Mhm. Es ist ja auch ein unglaublicher Fauxpas, eine Fehlinformation, also eine Vernarbung im Herzen von einem 20-Jährigen so hinzustellen, als sei das harmlos. Und da erinnere ich mich auch an den Pathologen Mörz in Dresden, der eben viel obduziert hat nach Impfung und halt immer gesagt hat, er sieht diese Herznarben. Also anders wie sonst. Und ja, wenn dann jemand eine Herzinsuffizienz bekommt mit 40, weil er mit 15 geimpft worden ist, das ist dann keine fahrlässige Tötung, oder wie sieht es dann der Richter in Wien? Das ist eine interessante Studie, das ist in The Lancet, die haben ja junge Leute vor allem untersucht, die haben mehrere, es war so eine Multicentric, also verschiedene Leute untersucht, die in unterschiedlichen Zentren untersucht worden sind, irgendwelche Herzbeschwerden hatten, eine Myokarditis oder ähnliches hatten, und die haben festgestellt, dass diese Vernarbungen über einen ganz langen Zeitraum noch da waren und im Vergleich zu anderen, zum Beispiel zu virusinduzierten multisystemischen Erkrankungen, die auch mit Herzbeteiligung einhergehen, dass die Symptome oftmals ein bisschen geringer waren, aber dass die Vernarbungen, ja, oder die Langfristigkeit sehr viel höher war. Und wir wissen ja, und das war vor Corona eigentlich auch Lehrbuchwissen, Standard, dass diese Myokarditis, die heilt nicht aus. Also in ganz wenigen Fällen heilt die aus. Man hat diese über Jahre, da gibt es Langzeitstudien über mehrere Jahre, 5, 6, 7 Jahre, wo man, ich habe eine Studie gelesen, nach 7 Jahren haben noch 10% von diesen Leuten, war das letztlich letal. Die sind da in einem Herz, sie können Herzinsuffizienzen entwickeln, sie können plötzlich einen Herztod entwickeln. Also ein ganz großer Teil von diesen Menschen, die das haben, muss leider damit rechnen, dass es langfristige Schwierigkeiten gibt oder dass es immer wieder Schwierigkeiten auftreten können. Das ist ja auch die Schlussfolgerung der Studienautoren, sehr bemerkenswert, dass das auch in The Lancet erschienen ist. Mhm. Die raten ja, dass man diese Menschen langfristig überwacht, dass man also die beobachtet, dass man die nicht einfach so wieder gehen lässt, sondern dass die langfristig überwacht werden, weil die ein erhöhtes Risiko haben, an einer Herzerkrankung zu sterben. Und das sind laut Basler Studie von den Geboosterten 3%. Ja. Ja. 3%. Wie viele Leute sind geboostert worden in Deutschland? Also 60, 70 Millionen. Booster, also zweifache Impfung auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Booster, glaube ich, weniger. Ja, waren weniger. Sagen, egal, Pi mal Daumen. Sagen wir 30, 40 Millionen. Ja. 3%. Ja. 1 Million ja. sollen jetzt quasi gemonitort werden. Ja. Also, aber interessant. Ist tatsächlich, und das fand ich auffällig, ich habe das gelesen, in Amerika ist das schon vor 2 Jahren so gewesen, man fährt Programme hoch, gerade bei jungen Menschen, die Herzgesundheit zu überprüfen. Also an Schulen, ja, wird die Herzgesundheit überprüft. Und wir haben ja jetzt auch mit Herrn Lauterbach einen, der sich sehr einsetzt für die Herzgesundheit, haben wir schon drüber gesprochen, das gesunde Herzgesetz. Also auch hier in Deutschland soll die Untersuchung der Herzgesundheit soll Vorrang haben, ja, und auch schon bei jungen Leuten. Gleich mit dem Vorschlag, auch an junge Leute vermehrt Statine zu verteilen, ja, als prophylaktisch. Und da denke ich mir, ist da ein Zusammenhang? Ja? Haben wir die Menschen vielleicht jetzt krank gemacht, herzkrank gemacht und untersuchen das jetzt? Entweder um mehr Statine zu verkaufen, oder ist da irgendwie ein Zusammenhang? Also ich finde das auffällig. Weil wir sehen natürlich auch da wissen wir keine validen Zahlen, weil es keine wirklich unabhängigen Untersuchungen gibt. Aber wir sehen ja überall die Zahlen von Sportlern, die plötzlich sterben, die beim Sportunterricht sterben, Schüler.
nach einem Sprint, die Totunfall. Also das sind Dinge, die sind mir früher so nicht aufgefallen. Ich weiß nicht. Also die Meldungen sind mir früher so auch nicht aufgefallen. Man muss aufpassen vor der selektiven Wahrnehmung. Mhm. Was mir allerdings auffällt, dass von Politikern eigentlich diesbezüglich wenig gesprochen wird. Dass die umfallen? Mhm. Ja, bis auf den Herrn Oppermann. Da wird es mir ganz anders. Mhm. Jetzt haben wir das schon mal thematisiert? Nee, da können wir gleich noch mal drüber sprechen. Ja. Aber noch ganz kurz zu den Politikern, denen es relativ gut geht, also zumindest gesundheitlich. Ja. Wir kennen ja auch aus Australien und aus verschiedenen anderen Ländern, es gibt ja auch schon unterschiedliche Chargen, die eingesetzt worden sind. Oh ja. Und wir wissen auch aus der dänischen Studie, die mittlerweile erweitert worden ist, gibt es jetzt auch, die haben ihre Zahlen auf andere Länder ausgedehnt. Wir wissen, es gibt sehr, sehr schädliche Chargen und es gibt Chargen, die haben fast gar keine Nebenwirkungen. Und wir wissen, in welchem Land war das? Das Pfizer-Mitarbeiter? Das war in Australien, glaube ich. Vielleicht nochmal, weil ich ja doch Allgemeinarzt bin, nochmal die Position. Wir haben jetzt gerade über Impfstoffe gesprochen, Masernimpfstoffe, aber auch Nebenwirkungen. Ich impfe, seit ich Arzt bin. Und das heißt über 30 Jahre. Ich habe sehr seltene Nebenwirkungen gesehen, aber sehr, sehr selten. Ich glaube nach wie vor, dass das Impfen eine wirklich geniale Idee ist. Aber da, wie immer in der Medizin, durch Fremdinteressen eine gute Therapie so ausgeweitet wird, dass es irgendwann fragwürdig wird, dass vielleicht irgendwann Schäden den Nutzen überwiegen. Ich habe große Probleme mit diesen inzwischen 30-fach Impfungen von Säuglingen. Also mir wird es da wirklich anders. Ich weiß es zwar nicht, ob das jetzt immunologisch gerechtfertigt ist, aber ich frage mich, ob das wirklich gut sein kann. Ich von meinem Bauch her sage ich auch den entsprechenden Patienten, warten Sie ein halbes Jahr oder noch länger mit diesen Impfungen. Lassen Sie erstmal das natürliche Immunsystem entwickeln. Ich habe das Problem als Allgemeinarzt, dass ich letztendlich keine glaubwürdigen Schaden- und Nutzenanalysen mehr bekomme von der Wissenschaft. Ja, ich muss wirklich ins Blaue hinein, aus dem Bauchgefühl heraus agieren. Und ich habe es mal bei der FSME-Impfung mal selber gemacht, mal was für Zahlen da war. Da kam ich auf eine Number Needed to Treat. Also 140 müssen FSME geimpft werden, 140.000, damit ein FSME-Fall verhindert wird. Und von diesen Fällen verlaufen 80% die Grippe mit Kopfweh. Also wir haben hier eine unglaublich hohe Zahl und dann kommen auch die Nebenwirkungen zum Tragen, die ja auch gemeldet werden. Das heißt, da ist sogar die Number Needed to Treat kleiner. Also ich kam auf etwa 30.000, 40.000, die zum Beispiel Nebenwirkungen haben wie ein Rheumaschub. Also das sind Zahlen, die sind jenseits jeder Vernunft, weil es einfach nicht relevant ist. Sowohl das Risiko der Nichtimpfung ist nicht relevant und das Risiko der Impfung ist, das was passiert, ist auch relativ gering. Aber diese Zahlen, die muss ich mir selber erarbeiten, die kann ich nirgendwo nachlesen. Und bei Masernimpfungen, wie sieht es da genau aus? Also ich agiere quasi hier so im Nebel. Und hier hat mir Corona wirklich, ich meine, ich habe ja wirklich pharmakritische Bücher geschrieben. Also ich bin ja nun wirklich einer derjenigen, der extrem kritisch ist gegenüber der Wissenschaft und den Pharmaempfehlungen, wissenschaftlichen Empfehlungen und Pharmaprodukten. Aber Corona hat mir wirklich den Stecker gezogen. Und also beim Thema Impfung bin ich teilweise wirklich ratlos. Die Immunologie ist ja mit Impfungen, die ist ja entstanden aus der Impfung Edward Jenner, der damals einen Jungen geimpft hat mit Kuhpocken. Genau. Kann man heute sehr kritisch sehen, Menschenversuch. Also er hat einen Jungen geimpft mit Kuhpocken und hat ihn später mit echten Pocken infiziert und er hat es überlebt. Mhm. Ja. Klingt grausam, klingt ganz schrecklich. Muss man aber in der Zeit sah die Sache anders aus. Also man muss, wenn du Goethe liest, ja, Dichtung und Wahrheit, der beschreibt das sehr schön, wie damals Eltern mit dieser Situation umgehen mussten, dass sie sicher sein konnten, dass ein Teil ihrer Kinder an Pocken versterben wird. Das war die normale Lebensrealität. Das war nicht irgendwie so wie bei Masern, vielleicht einer in 100.000, sondern das war sehr realistisch, wenn du 6 Kinder hast, dass die Hälfte von denen stirbt. Ja, das heißt, da war ein anderer Druck dahinter. Und man hat damals vor Jenner
hatte man praktiziert die Variolation, also dass man hat quasi von Patienten, die Pocken hatten, oder hat man diesen Schorf abgemacht und hat das in einer bestimmten Art und Weise behandelt und hat damit dann geimpft. Mhm. Ja, also mit den echten Pocken geimpft. Dosisabhängig natürlich nicht unbedingt ungefährlich. Da sind viele Leute krank geworden, viele Kinder sind da krank geworden und sind daran gestorben. Das heißt, für die Eltern war jetzt die Entscheidung, so ein Quacksalber kommt, meistens kamen die aus England, glaube ich, oder so ein Arzt, und der sagt, ich impfe ihre Kinder, Überlebenswahrscheinlichkeit liegt so bei 75%, ist aber immer noch besser als die Überlebenswahrscheinlichkeit, wenn sie echt Pocken kriegen würden. Dann haben sich da einige dafür entschieden. Ja. Aber es war ein ganz anderes Risiko. Es waren hohe Nebenwirkungen, aber es war auch ein ganz, ganz hohes Risiko, an dieser Infektion, an dieser Pockeninfektion zu sterben damals. Das heißt, vor dem Hintergrund war natürlich die Impfung, die Jenner dann populär gemacht hat mit den Kuhpocken, das war natürlich ein Segen, weil an den Kuhpocken ist man nicht gestorben. Mhm. Das heißt, man hatte plötzlich eine Möglichkeit, Kinder, auch Erwachsene zu impfen und vor dieser wirklichen Geißel der Menschheit, das ist gesagt, zu retten. Also ich bin ein Freund von solchen Impfungen. Ich denke, Impfungen haben bewiesen, dass sie funktionieren können bei solchen Erkrankungen wie bei Pocken. In gewisser Weise auch bei Masern. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Also wenn man jetzt überlegt, dass es in manchen Ländern Impfpläne gibt, wo Babys schon 30, 45 verschiedene Impfungen bekommen, gegen Krankheiten, von denen die meisten nie was gehört haben und von denen die Wahrscheinlichkeit, dass man die bekommt, die ist so groß, wie dass man vom Blitz getroffen wird. Das ist eine andere Geschichte. Und natürlich ist es ein Markt geworden. Und es ist jetzt schon seit ein paar Jahrzehnten ein Markt, der jetzt noch mal schneller ist, ja, weil jetzt noch die ganzen Sicherheitssysteme außer Kraft gesetzt worden sind, dass man also sagt, wenn ich nur im Abwasser irgendwo ein neues Virus finde, muss ich 100 Tage später einen Impfstoff haben und das muss ich allen spritzen können, egal ob es getestet wurde, ob es wirkt oder gefährlich ist. Da sind wir in einer ganz anderen Ebene als das, was eigentlich ursprünglich mal Impfung war, als es vor 300 Jahren erfunden wurde. Muss ich doch die Gelegenheit, das ist jetzt ein bisschen allgemein und jetzt führt ein bisschen weg jetzt von unserer aktuellen Diskussion, aber ich habe auch ganz viele Eltern, die total irritiert sind. Wie schätzt du das ein? Es ist ja so, dass bei diesen abgeschwächten Erregern brauche ich ja einen Wirkverstärker, und der Wirkverstärker war ja früher oft das Problem. Wenn ich es richtig verstanden habe, war das oft auf einer Schwermetallbasis der Wirkverstärker. Da gab es viele, viele Nebenwirkungen. Das ist ja heute alles verträglicher, wenn ich es richtig verstehe. Spielt dann die Zahl der Erreger, die ich mit einer Impfung dann gebe, also ich irritiere das Immunsystem durch den Wirkverstärker und dann gebe ich eine Zahl abgeschwächter Erreger dazu, ist es dann für das Immunsystem egal, ob es dann 5 Krankheitserreger drin sind, abgeschwächte, oder 30? Das ist interessant, das kann man so nicht sagen, weil man nämlich eigentlich, man kann gar nicht generell sagen, Impfungen funktionieren so oder so. Ja, es ist ganz sehr, sehr stark abhängig davon, was habe ich überhaupt für einen Erreger. Wenn ich jetzt so ein Pockenvirus habe, ja, das hat gut funktioniert, Masernvirus funktioniert auch sehr gut. Das sind Lebendimpfstoffe in der Regel, das sind tatsächlich abgeschwächte Viren, das heißt, die leben aber noch. Das heißt, die können sich noch in gewissem Grade vermehren, in die Zellen eindringen. Die regen das Immunsystem auf eine ganz ähnliche Art und Weise an wie die eigentliche Infektion. Ja, wenn ich Kuhpocken habe, wie beim Edward Jenner oder jetzt Affenpocken, das ist ja ganz ähnlich. Die sind so ähnlich wie das Pockenvirus, was bei Menschen diese vielen Toten produziert hat. Die regen das Immunsystem so an, dass man eine optimale Immunantwort hat. Diese ganzen Wirkverstärker, diese Schwermetalle, Aluminium, was man hat, nutzt man eigentlich in der Regel bei abgetöteten Viren oder bei nur Bestandteilen, die man hat. Und hier ist die Wirksamkeit extrem unterschiedlich. Also es gibt tatsächlich Impfungen, die funktionieren ganz gut, die sind sehr komplex, Diphtherie oder sonst was, die aber immer wieder aufgefrischt werden müssen. Aber man kann nicht sagen, dass es generell so ist, es funktioniert generell abhängig von der Dosis, sondern es hängt unheimlich davon ab, was habe ich für einen Erreger, was habe ich für ein Protein, in welcher Art und Weise appliziere ich das, imitiert das die Infektion. Weil die Gefahr zum Beispiel, die ich habe, gerade bei Masern auch, wenn man so einen abgeschwächten Virus benutzt als Impfstoff, der kann sich auch vermehren.
Man kann sich sogar mit dem Impfstoff dann anstecken, theoretisch. Also solche Fälle gibt es. Ja. Bei Pocken ist das auch möglich. Also man hat diesen Impfstoff, der ruft eine ganz hervorragende Immunität hervor, ist aber in gewisser Weise auch wieder ansteckend. Und es gibt auch gerade, was diese Impfstoffe betrifft, immer wieder auch die Befürchtung, dass die tatsächlich auch wieder virulenter werden können. Also die eigentlichen Impfviren tatsächlich dann auch Krankheiten auslösen können. Mhm. Aber es gibt kein allgemeines Konzept. Ganz entscheidend für mich, so eine Daumenregel ist, nicht zu viel impfen. Ja, das bringt nichts. Und vor allem nur das impfen, wo die Infektion auch wirklich eine verlässliche Immunität hervorruft. Mhm. Und da fängt es nämlich an, wenn ich Influenza mir anschaue oder wenn ich mir Corona anschaue, da bringt die Infektion keine verlässliche Immunität. Mhm. Gegen so einen Erreger brauche ich gar nicht impfen. Weil wenn die Infektion mich nicht immun macht, dann wird mich die Impfung mit Sicherheit auch nicht immun machen. Mhm. Das bringt nichts. Mhm. Ja, also ich denke, man müsste da bei diesen ganzen Kinderimpfungen mal wirklich mal bis auf das Relevante mal ein bisschen aufräumen. Aber es gibt ja quasi noch diese Kombinationsimpfstoffe. Das ist das Problem. Ja, selbst wenn man sich Tetanus impfen lässt, ja, es ist ja alles nur noch Kombination. Also ich bin da auch skeptisch. Ich lasse mich das auch nicht impfen. Also ich möchte schon ganz genau wissen, was ich habe, was mir jetzt injiziert wird, aber nicht irgendwelche verschiedenen. Mhm. Und dann gibt es ja, und das macht es ja noch komplizierter, es gibt ja dann neue Impfstoffe, unterschiedliche Impfstoffe. Manche Impfstoffe heißen zum Beispiel hier auch anders, als sie in den USA oder in anderen Ländern heißen, sind eigentlich das Gleiche. Das heißt, ich habe auch manchmal das Gefühl, es wird ganz bewusst unübersichtlich gestaltet. Mhm. Und was wir jetzt natürlich erleben, ist der Vormarsch der neuen Impfstoffe, ja, mRNA-Impfstoffe, Vektorimpfstoffe, das macht die Sache noch mal komplexer. Was aber so fatal ist, dass die Befürworter zum Beispiel der Corona-Impfung, die sagen einfach nur, Impfen ist gut. Die haben keine Ahnung, dass Impfen was völlig anderes ist und ganz unterschiedlich ist. Die können nicht differenzieren. Die sagen einfach nur, weil es Impfung ist, ist es gut. Wenn wir das jetzt nicht Impfung genannt hätten, diese mRNA von BioNTech oder Moderna, sondern wenn wir gesagt hätten, es wäre ein Medikament, dann hätten die Leute sich das nicht geben lassen. Aber die Impfung hat so eine Strahlkraft, weil die angeblich ja uns befreit hat vor Pocken und vor vielen Erkrankungen, dass die Leute das nicht hinterfragen. Ja, also meine Generation kennt ja noch diese sehr, sehr einprägsame und auch von der Werbung her sehr erfolgreiche Geschichte mit, wie war das? Kinderlähmung. Kinderlähmung. Ja. Kinderlähmung ist grausam. Ja. Die Impfung Schluckimpfung ist süß. Ja. Mit diesen Bildern, ja. Ja. Okay, da fällt mir ein, wir haben vorhin den Namen Oppermann erwähnt. Mhm. Und das ist eine Geschichte, die erzählt eben Wolfgang Wodak. Und ich glaube, es gibt keinen kompetenteren Menschen in Deutschland mit so viel politischer Erfahrung wie Wolfgang Wodak, wenn es um Pandemien geht und Machenschaften der WHO. Stichwort Schweinegrippe. Da war er ja noch bei den Guten als Kritiker. Und Wolfgang Wodak hat als vielleicht sogar der Erste überhaupt gemerkt, dass hier was bei Corona total schief läuft und auch dagegen gesteuert. Und am Anfang, wann war das gewesen? Ich glaube, wahrscheinlich Ende Februar oder so. Oder Anfang März noch. Sogar noch ins deutsche Fernsehen kam. Mhm. Und er hat mir berichtet, dass er damals in der Sendung, war, glaube ich, ein Monitor, davor gewarnt hat, dass wieder was aufgeblasen wird, wie bei der Schweinegrippe, und um da wieder die Leute verrückt zu machen. Und die Stimmung sei innerhalb der Sendung gekippt, dass man ihm plötzlich sehr reserviert begegnet ist und dass er dann den Lars Klingbeil getroffen hat. Das ist, glaube ich, Generalsekretär. Ja, nee, warte mal, war es nicht der Hubertus Heil? Ach, ich weiß nicht, irgendeinen hat er... es war Hubertus Heil, der heute Arbeitsminister ist. Genau. Getroffen, hat gesagt, da kommt wieder dieser Mist auf uns zu, das stimmt alles überhaupt nicht und wir müssen was dagegen tun. Ja. Und er dann ihm gesagt hat, na dann mal viel Spaß damit. Ja. Und jetzt hat Wolfgang Wodak auch eben in einem IDA-Interview, glaube ich, er hat ein neues Interview gegeben, ja. Er hat erzählt von... Und zwar multipolar. Ja, genau, multipolar. Paul Schreier. Ja. Da musste ich mal ganz tief durchatmen. Ja. Ja, also nochmal Oppermann, wie hieß er mit Vornamen? Thomas. Das war ein sehr glaubwürdiger SPD-Politiker, der immer vernünftige Sachen gesagt hat und der offensichtlich auch der Meinung war, wir müssen das mal richtig stellen am Anfang der Corona-Krise, dass das ja alles total übertrieben ist. Und er hat einen Fernsehauftritt gehabt.
Und während der Sendung ist er tot zusammengebrochen. Ja, in der Maske, kurz vor der Sendung. Hätte wohl die Gelegenheit nutzen können, seine Sicht, aus seiner Sicht verfehlte Maßnahmenpolitik, Lockdowns und sowas zu kritisieren. Und er war Fraktionsvorsitzender der SPD, also wirklich kein Niemand. Ja. Ja. Und Wolfgang Wodak hat erzählt, man hätte ihm zugetragen, dass eben Thomas Oppermann, Entschuldigung, in der Maske einen Kaffee bekommen hätte. Und dann sei es eben passiert. Mhm. Und da muss man schon mal tief durchatmen. Und ich denke, wenn jemand anderes erzählt, würde ich das nicht so ernst nehmen. Wenn Wolfgang Wodak das erzählt, nehme ich das ernst. Und insofern ist es eine tolle Sache, auch weil er wirklich für mich der Maßstab ist, was Pandemie und WHO betrifft in Deutschland, dass er einen Vortrag für IDA hält. Genau, wir können uns glücklich schätzen. Wolfgang Wodak besucht uns. Ende Oktober wird er hier sein. Wir haben einen Vortrag mit ihm eingeplant. Wir werden das auch ordentlich bewerben. Sie finden es auf unserer Homepage. Sie können Karten dafür kaufen. Es wird eine sicher sehr interessante Sache. Er wird berichten über Korruption und die Hintergründe bei der WHO, was eigentlich hinter diesen ganzen Pandemien steckt. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf, ihn wiederzusehen. Ja. Ja, du hast es angesprochen. Sag doch mal, wie schätzt du das Thema Affenpocken ein? Nee, sag mal nicht mehr, Mpox. Affen ist diskriminierend, ist Affenpocken diskriminierend? Also die WHO sagt selber, sie will jetzt keine Viren mehr nach Wirten benennen oder nach Orten, an denen sie auftreten, was natürlich vollkommen Unsinn ist, weil man das immer so gemacht hat und normalerweise benennt man auch keine Krankheit um. Affenpockenvirus ist der Affenpockenvirus, ist Monkeypox-Virus, das ist in jedem Lehrbuch steht so drin und wenn ich mich informieren will, ich glaube, sie haben nur vor 2 Jahren gemerkt, haben wir vor 2 Jahren, 22, das erste Mal diesen Notstand ausgerufen, genau. Da haben sie gemerkt, das sorgt für ziemlich viel Gespött, ja, die Affenpocken, und deshalb haben sie es jetzt umbenannt. Ja, Affenpocken, das ist verwandt mit dem Pockenvirus, daher kommt auch so ein bisschen dieses ungute Gefühl. Mhm. Ist die gleiche Familie, ist gar kein Affenvirus. Ist ein Virus, der hauptsächlich bei Nagetieren auftritt. Der kann auf den Menschen überspringen, ist dann so eine klassische Zoonose, wenn man gebissen wird oder im Kontakt mit Tieren ist. Mensch-zu-Mensch-Übertragungen kannte man eigentlich bisher kaum, also gab es kaum. Jetzt 2022 hat sich tatsächlich die Situation ein bisschen geändert. Da gab es mehr Mensch-zu-Mensch-Übertragungen oder zumindest wurden mehr Mensch-zu-Mensch-Übertragungen nachgewiesen. Das war ja vielleicht auch, ist ja auch vielleicht immer ein Problem des Testens. Das war in Afrika, da gibt es unterschiedliche Stämme und da gab es tatsächlich mehr Fälle, die man gefunden hat. Nun muss man sagen, diese Affenpockenviren sind an sich nicht wirklich gefährlich. Also es sterben kaum Leute dran. Es sind in den letzten Jahren ein paar hundert Menschen weltweit dran gestorben. Das ist natürlich verglichen mit Malaria oder Lungenentzündung oder anderen, ist das nichts. Ja? Und dann muss man sich immer fragen, warum sind die Menschen daran gestorben? Also gerade 2022 hat man festgestellt, bei den Infektionsfällen, die man hatte, das waren 98% waren Homosexuelle, die mehrere Geschlechtspartner hatten oder recht aktiv waren. Und viele von denen waren auch HIV-positiv zum Beispiel. Also da muss man dann immer fragen, was ist jetzt eigentlich die Todesursache? Woran sind sie eigentlich gestorben? 2022 hatte man viele Fälle in Afrika. Jetzt gibt es einen neuen Notstand, der ist jetzt in der Demokratischen Republik Kongo ausgerufen worden. Und da sind jetzt angeblich, sagt die WHO oder sagt Demokratische Republik Kongo selber, ich glaube mittlerweile 600 Tote. Mhm. Wobei die WHO selber aber unterschiedliche Zahlen verbreitet. Also wenn man auf anderen Websites guckt, Confirmed Cases, dann sind wir nur bei 50, 60, also ein Zehntel davon. Und auch hier schwanken die Zahlen, was die Letalität betrifft. Man spricht von 1-10%, was aber wahrscheinlich total übertrieben ist. Ja. Es ist wahrscheinlich eher unter 1%. Es geht wahrscheinlich eher in das, was wir bei normalen respiratorischen Infektionserkrankungen wie Influenza haben, irgendwas mit 0,5-0,3%. Das ist wahrscheinlich eher realistisch. Also 1-10%, wie gesagt, das ist natürlich extremst, wenn man sich jetzt vorstellt, dass das tatsächlich infektiös wäre. Ja, ja. Ja, ja. In dem Zusammenhang, ich führe das ein bisschen weg, irritiert mich schon immer auch, dass in diesen amerikanischen Hearings, wo die Senatoren um Rand Paul den Fauci verhören,
Rand Paul von einer Letalitätsquote von 1%, sprich bei Corona. Mm. Also er will Fauci ja dran kriegen wegen der Corona-Infektion und dass das eben ein Kunstprodukt aus China war. Aber das ist eben falsch. Also Corona hat eine Infektionssterblichkeit von 0,1%. Und damit liegt es unterhalb einer durchschnittlichen Grippe. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Das hängt ja auch immer davon ab, wie viele Fälle man wirklich diagnostiziert oder wie viele Fälle man wirklich feststellt. Also eine tatsächliche Infektionssterblichkeit oder eine Case Fatality Rate, die ist gar nicht so ohne weiteres eindeutig festzustellen. Gut, dass du es sagst, weil das ist nämlich was anderes. Also Infektionssterblichkeit bezieht sich auf alle Infizierten. Ja. Und Case Fatality Rate kann sein, zum Beispiel nur die Krankenhausfälle. Genau. Und diese Case Fatality Rate ist aber nicht die entscheidende. Nee, die ist nicht die entscheidende. Sondern die Infektionssterblichkeit. Genau. Und da ist Corona eben 0,1%. Genau. Und da wurde bei Corona wurde da viel durcheinander geworfen. Natürlich hatte man am Anfang natürlich die schweren Fälle. Das waren die Fälle, wo man Corona identifiziert hat. Ja, und das waren die auf der Intensivstation lagen. Und da sind auch tatsächlich viele gestorben. Aber man darf das natürlich nicht auf die Infektionssterblichkeit ausweiten, weil je mehr man findet, je mehr man testet, desto niedriger wird die eigentlich, weil die Leute einfach das relativ problemlos überstehen. Und Affenpocken zum Beispiel gibt es gar keine Medikamente groß dagegen, weil man das nie für nötig gehalten hat, weil man hat das 3-4 Wochen, hat man diesen Ausschlag, man ist ungefähr 3 Wochen infektiös, man hat so 4 Wochen diesen Ausschlag und danach ist man eigentlich wieder gesund. Also man kann mal so Narben entwickeln, wie bei der Pockenerkrankung, aber an sich ist das kein großes Problem. Also das ist eine absolute Panikmache. Ja, genau. Und ich meine, die Demokratische Republik Kongo, das heißt, jetzt mal angenommen, das stimmt mit diesen 500, 600 Toten, ist natürlich tragisch, aber im Vergleich zu dem, was sie an Toten haben, an anderen Erkrankungen, allein Malaria, 40.000 Tote in dem gleichen Zeitraum, das ist... auch die Demokratische Republik Kongo hat da keinen Notfall. Ja, und vielleicht auch mal die 20.000 Toten durch Krankenhauskeime in Deutschland. Ja, zum Beispiel. Wäre doch auch mal ein Thema. Genau. In dem Zusammenhang nochmal, wie oft, nochmal die Richtigstellung, beziehungsweise der Hinweis darauf, dass die entscheidende Größe, um die Gefährlichkeit der Corona-Infektion zu bewerten, immer unterm Tisch fällt. Das ist die durchschnittliche Lebenserwartung eines Corona-Toten. Mm. Die ist 1-2 Jahre stets in allen Ländern höher als die durchschnittliche normale Lebenserwartung. Und wenn man das jetzt mal mathematisch sich klar macht, dann bedeutet das, dass die allermeisten Menschen entweder so alt sind, dass sie keine Abwehrkraft mehr haben oder in einem Endstadium einer Krankheit sind und dann durch Corona sterben. Es kann damit mit dieser Feststellung, dieser sehr, sehr hohen Sterbealter, kann es keine tödliche Gefahr für eine Gesellschaft sein. Mhm. Es geht mathematisch nicht. Es geht nicht. Ja. Also dadurch ist sämtliche Panikmache. Mhm. Und zwar dieses Sterbealter war von Anfang an bekannt. Das war klar. Es wurde ganz früh kommuniziert, das durchschnittliche Sterbealter eines Covid-Kranken ist 1-2 Jahre höher als das im Durchschnitt. Und damit kann Covid-19 keine relevante tödliche Gefahr für eine Gesellschaft sein, geht nicht. Und das ist eigentlich sogar das Hauptargument. Ja, sondern es ist eine Erkrankung, die befällt Hochbetagte und im Endstadium befindliche Kranke. Es ist eine Erkrankung, die man früher eigentlich eher als natürliche Todesursache eingestuft hätte. Das spricht nicht dagegen, dass es Einzelfälle gibt, wo Leute eine schwere Lungenentzündung bekommen. Und das Thema Bergamo müsste mal sowieso mal ganz genau aufgearbeitet werden. Diese hohe Viruslast in diesen Notaufnahmen, wo die Leute auch nicht ins Krankenhaus rein durften, bevor der Testergebnis da war. Also da war Tuhu, Wabuhu, Panik und so weiter. Und da hat sicherlich auch der eine oder andere eine hohe Viruslast abbekommen und auch eine schnelle Lungenentzündung. Gestorben ist er dann wahrscheinlich an der Beatmung. Aber es ändert nichts an der Tatsache, wenn Covid-19 eine Bedrohung für die Gesellschaft gewesen wäre, dann hätte das Sterbealter unterhalb der durchschnittlichen Lebenserwartung sein müssen. Das ist mathematischer Fakt. Das ist durch nichts zu widerlegen. Da kann jeder versuchen, mal im Kopf zu überlegen, gibt es da ein Argument dagegen? Gibt es nicht. Also es war von Anfang an bekannt, dass es keine relevante Bedrohung sein kann. Und was man natürlich aus immunologischer Sicht auch immer sehen muss,
ältere Menschen haben ein schwaches Immunsystem. Das ist einfach so. Ja? Im Alter wird das Immunsystem nicht besser, sondern schlechter. Das heißt, selbst wenn ich jetzt es schaffen würde, dieses Virus aus der Gleichung rauszunehmen, wenn ich das Coronavirus jetzt durch Impfung oder sonst was beseitigen würde, dann ist das Immunsystem des älteren Menschen ja trotzdem immer noch schlecht. Ja? Dann würden sie an einer Grippe sterben oder an einem Rhinovirus. Das heißt, und das ist ja das, was ich in den Studien, diese Studien, die uns angeblich beweisen, dass die Impfung wirkt, auch gegen Krankheiten und sowas. Sie schauen immer nur auf die Covid-Toten. Sie gucken immer nur auf die Covid-19-Toten, also die confirmed Covid-19-positiv Gestorbenen. Und da sehen Sie dann, bei den Impfungen sind es weniger. Aber wenn Sie mal wirklich schauen würden, sterben denn die Geimpften insgesamt weniger als die Ungeimpften, dann würden Sie nämlich dazu im Schluss kommen, die sterben auch an respiratorischen Infektionen oder an irgendwelchen anderen Infektionen, aber sie haben halt keinen positiven Covid-19-PCR-Test. Ja, und wir haben die Zahlen aus Großbritannien. In der letzten Sprechstunde habe ich das erwähnt. Das ist eindeutig. Ja. Also die erfassen ja die Zahl der Impfungen, also einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und du kannst sehen, dass sogar bei den 90-Plus-Jährigen die ungeimpften 90-Jährigen besser dastehen oder weniger gestorben sind als die geimpften 90-Jährigen. Also auch jetzt anteilsbereinigt. Ja. Das sind eindeutige Dinge. Da kann keiner kommen und sagen, die Impfung hat geschützt, auch die 90-Jährigen. Nein, sorry, also haut nicht hin. Jo, Bayerisches Ärzteblatt, da war auch was. Genau, das Bayerische Ärzteblatt hat erkannt, interessanter Artikel, ich habe den gelesen, mit sehr vielen auch interessanten Quellen, die haben erkannt, Post-Vax-Syndrom ist tatsächlich ein Problem. Also ein Problem, Bayern über das festgestellt. Ja, in Bayerischen Ärzteblatt hat es festgestellt, jetzt, also im Ende 20, also jetzt im September 2024, hat man festgestellt, das Post-Vax-Syndrom ist ein Problem, es gibt es tatsächlich. Ja, man muss sich damit auseinandersetzen. Bayerische Ärzteblatt. Also was mir in dem Kontext auffällt, weil auch bei der letzten Sprechstunde haben wir darüber gesprochen, dass jetzt so die Corona-Aufarbeitung auch im Mainstream angekommen ist. Tagesschau hatte das gefordert. Lauterbach findet es gut, Spahn findet es ganz toll. Ja. Also ich sehe das so, Sie kriegen das Thema nicht vom Tisch und Sie müssen jetzt versuchen, in der Offensive zu bleiben. Sie waren es ja 4 Jahre lang. Und trotz haarsträubendster Fehlentscheidungen und auch, finde ich, eben Verbrechen. Und Sie müssen irgendwie versuchen, das Heft in der Hand zu halten, auch die Aufarbeitung zu kontrollieren. Und wenn ich jetzt diesen Artikel mir anschaue, dann taucht eben als Autoren bzw. als Organisation, aus denen die Autoren stammen, der Name Coverse auf. Coverse, ja. Coverse, ich habe mir die Homepage angeschaut. Also es klingt grundsätzlich gut. Es sind zwei Gründerinnen. Also jemand, also ein Vereinsvorsitzender und ihre Stellvertreterin, sind glaube ich Schwestern, die also jetzt quasi den Impfopfern eine Bühne bieten wollen, die auch entsprechende Chatrooms anbieten und so weiter. Das finde ich ja alles ganz toll. Ich frage mich nur, wieso Coverse? Weil ich finde auf dieser Homepage keine einzige kritische Stimme zur Impfzulassung, zu dem Agieren der Politik und der Wissenschaft, sondern es ist wirklich nur, es geht nur darum, ja, man müsste es als neues Krankheitsbild respektieren, genauso wie Long-Covid und das alles wird sowieso vermischt. Und da irgendwie, mein Bauch sagt mir ja, hallo, was ist da eigentlich los? Ja, also man will, glaube ich, nur die Institutionen in der Aufklärung drin haben, die Verantwortlichkeiten dieses Desasters eigentlich gar nicht thematisieren. Und letztendlich, wenn wir nicht aufpassen, läuft die Anerkennung von Impfschäden und Long-Covid und was ja eigentlich die meisten Long-Covid-Fälle sind post-vac, weil Long-Covid war vor der Impfkampagne kein Thema, kein zahlenmäßiges Thema, also darauf hinaus, dass man einfach schlichtweg den Schaden, den man angerichtet hat, jetzt als neuen Markt sieht. Kommen wir, glaube ich, in die ersten Antikörpertherapien bei Long-Covid. Das ist schweineteuer, kann man wieder richtig viel Geld verdienen. Das heißt, man verdient jetzt noch an den Opfern, für die man selber Verantwortung trägt und keiner fragt nach der Verantwortlichkeit. Ja, genau. Und würde ich dann doch mal gerne, ich habe nichts Verdächtiges gefunden bei Coverse, also keine Querverbindungen zur Politik.
Aber mir fällt schon auf, dass Sie eigentlich die Verantwortlichkeiten in keiner Weise thematisieren. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass man nicht ohne Grund diese Organisation hat zu Wort kommen lassen im Bayerischen Ärzteblatt. Mhm. Ja, wenn da ein Herrn Sönigsen einen Artikel geschrieben hätte, dann wäre der erstens mal fundierter und zweitens hätte der halt auch mal Kritik geäußert, wie es sein muss. Mhm. Und das wurde nicht gemacht. Also insofern mal gucken, wie das weitergeht. Aber ich denke, dass plötzlich jetzt Organisationen aus dem Boden sprießen werden, die sich dieser Opfer annehmen. Mhm. Aber mit keiner Weise irgendwie der Verantwortlichkeiten zuweisen der Politik oder geschweige denn irgendwelche juristischen Themen ansprechen. Na, die werden möglicherweise dann auch entsprechend gefördert, damit sie die richtigen Fragen auch nicht stellen. So sieht es aus. Leute wie du oder der Herr Sönigsen, also Leute, die von Anfang an gewarnt haben, die das gesagt haben, was man heute in der Tagesschau hört, schon vor 2-3 Jahren gesagt haben, die bleiben raus, vor 4 Jahren, ja, die bleiben raus und da stattdessen werden diese Wahrheiten jetzt verkündet, als wären es Neuigkeiten und man finanziert was und dann sollen die Kritiker doch mal die Klappe halten, weil man tut ja jetzt was, man arbeitet ja auf und hilft ja den Impfgeschädigten, aber die kritischen Fragen werden nicht mehr gestellt. Ja. Da müssen wir aufpassen, dass das nicht passiert. Genau, das werden wir auch nicht zulassen und wie gesagt, der Schaden ist ja zu groß, als dass das irgendwie diese augenscheinliche Taktik da Erfolg hat. Also mal gespannt. Mhm. Ja, wir werden uns das genauer angucken. Genau. Und ich denke, auch auf kommunaler Ebene, auf der wir ja auch arbeiten mit IDA, kann man tatsächlich dieses Thema aufgreifen. Denn auch auf kommunaler Ebene wurden ja zum Beispiel Impfungen nicht nur beworben, sondern es wurden ja auch Impfzentren organisiert. Ja, also auch die Stadt Heidelberg. Man kann nicht sagen, das ist jetzt irgendwie alles nur die WHO gewesen oder der Bund oder das Land, sondern tatsächlich auch die Städte, die Kommunen, auch die Stadt Heidelberg, haben sich aktiv eingesetzt dafür, dass die Leute massenhaft geimpft werden, haben das organisiert, sind jetzt aber auch absolut in der Verantwortung, sich den Opfern und den Schäden anzunehmen. Ja, und da haben Sie natürlich speziell in Heidelberg, kompetentere Partner können Sie nicht haben wie IDA, eine höhere Glaubwürdigkeit können Sie nicht erzielen und deswegen werden wir auch hier tätig werden und werden hier Angebote machen und werden es auch kommunizieren, wenn plötzlich obskure Gesellschaften, die vielleicht sonstige obskure Dinge machen, hier plötzlich als die großen Aufklärer finanziert werden. Da wissen wir dann schon, genau, wir werden uns hier schon Gehör verschaffen. Wir haben ja auch eine gewisse Reichweite, auch dank Ihnen. Danke, dass Sie wieder zugehört haben. Wie immer finden Sie alle Literatur, weiterführenden, die Quellen bei uns unten in der Videobeschreibung oder wenn Sie sie da nicht finden, weil YouTube sie zensiert, finden Sie sie bei uns auf der Webseite www.ida-hd.de. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche auch wieder dabei sind. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder sehen. Es gibt bestimmt wieder viele Themen zu besprechen. Das wird uns noch eine Weile beschäftigen, glaube ich auch. Ja. Glaube ich auch. Ja, prima. Also, bis dann. Bis dann und tschüss.